Der Umlautmann begrüßt euch zu einem neuen Part Animal Crossing. Freunde der Sonne, euer Umlautmann ist back. So. Bro, ich hab einfach Hintergrund. Bro, hä? Warum, wie random ist das denn? Warum startet einfach so? Ja, Peter Fox, alles Neues. Hä? Aber warum startet denn. Ach so, warte mal. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Einfach so random Mucke startet. Ihr wisst, Animal Crossing ist immer ein sehr persönliches Projekt, Freunde. Da können solche Patzer auch mal am Anfang des. Digga, warum startet das denn aus dem Nichts? Hä? Ich check das nicht. Ich dachte, Steam wäre offen, weil ich spiele das ja mit einem Pro-Controller. Und jedes Mal, wenn Steam noch geöffnet ist, wenn ich Animal Crossing starten möchte, steuere ich den ganzen PC und das ist immer super kritisch. Aber Freunde, neuer Part Animal Crossing im Airdorf, 21.30 Uhr am Montag, dem 24. April. Wollen wir loslegen? Melinda, sehr, sehr gerne. Vielleicht wirst du diese Woche auch nicht sagen, dass wir Ewigkeiten nicht am Start waren, denn wir waren jetzt letztens am Start, letzte Woche. Und da. Oder vorletzte Woche? Ja. Mann, Melinda, so lange ist der letzte Part gar nicht her, im Gegensatz zu den anderen Parts, glaube ich, oder? Warte mal, wann? Wann kam der letzte Part? Ach, keine Ahnung, das ist gar nicht so lange her, dass der letzte Part kam. Wir haben sogar voll den freshen Stil im letzten Part gekauft. Yes, neuer Part, Animal Crossing. Ich habe wie immer Bock und vor allem, das wird ein sehr, sehr entspannter Part heute Abend. Ich habe einen sehr produktiven Tag gehabt. Ich bin heute Morgen um, ich würde sagen, roundabout 7 aufgestanden. Ja, so um 7. Also um 7 Uhr habe ich angefangen, das Hauptkanalvideo für heute zu schneiden. Ihr werdet dieses Video wahrscheinlich random an einem Mittwoch bekommen. Animal Crossing am Mittwoch ist ein wunderbarer Mittwoch. Alle sagen das. Hallo? Ich wollte gerade sagen, wo ist die Gammel für sich? Hier irgendwo wahrscheinlich. Bin um 7 aufgestanden, habe dann das Hide and Seek. Video gegen die Franzosen geschnitten, was Montag auf dem Hauptkanal kam. Boah, ich saß knapp. Boah, das ist. Ja, dieses Hauptkanal-Video-Thema kommt da wieder zustande. Ich glaube, ich war um 4:30 ready am Nachmittag, also 9,5 Stunden, saß ich fast konsequent an dem Video dran. Das war sehr, sehr nice. Man kann generell eh immer sagen, dass. Also, ein Hauptkanal-Video ist immer roundabout 10 Stunden Arbeit mit allem drin und dran, muss man sagen. Manche mehr, manche weniger, je nachdem. Das ist, kann ganz unterschiedlich sein. Aber ich würde mal so sagen, roundabout 10 Stunden. So, pipapo. Wir haben irgendwie ganz schön viel dabei. Wir werden mal so ein bisschen hier ablegen. Oder ich werde zumindest probieren. Also, wie gesagt, roundabout 10 Stunden ist. Mit allem drin und dran, kann man so sagen. Ich habe heute generell mal so ein bisschen drüber nachgedacht, wie viel Zeit ich aktuell eigentlich in YouTube reinstecke. Ich weiß gar nicht auch, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Ich habe ja im letzten Part erwähnt, dass ich wirklich häufig einfach sehr, sehr aktuell zumindest mich so ein bisschen ausgelaugt fühle. Und ja, ich glaube, das liegt halt daran, dass man halt von morgens bis abends irgendwie am Machen ist, unterwegs ist oder sonstiges ansteht. Also so eine aktuelle, oh, Luxus Toilette haben wir auch, nice one. So eine aktuelle Woche bei mir ist halt wirklich aktuell, ja, so roundabout 3 Hauptkanalvideos. Das sind dann 30 Stunden. Dann hast du halt noch 5 Streams in der Woche meistens. Ich würde sagen, so roundabout 20 Stunden, mal mehr, mal weniger. Dann sind wir alleine schon damit bei 50 Stunden. Dann noch 10 Stunden 2 Kanal. Dann irgendwie noch 5 Stunden so alles, was dazugehört. Dann ist man halt schon so bei seinen 60, 65, 70 Stunden eventuell mit YouTube. Und dann kommt ja noch die Spaßkasse hinzu. Also. Das fand ich voll krass heute. Das soll jetzt auch gar nicht so wirken, so, hey, guck mal, ich bin voll Hustler. Weil ich sag das nie, weil mit YouTube fühlt es sich halt nicht so an, als ob so viel Zeit drauf gehen würde. Es fühlt sich immer so an, als ob ich super wenig für YouTube machen würde. An manchen Tagen bin ich echt aggro oder wütend, weil ich mir denke, Alter, ich habe bei weitem nicht das geschafft, was ich schaffen wollte heute mit YouTube. Und dann bin ich wütend. Obwohl das gar keinen Sinn so ergibt. Aber ich habe schon meistens echt 70 bis 90 Stunden Wochen mit der Spaßkasse und YouTube. Und ich glaube, das ist auch ja irgendwo der Hauptgrund, warum ich mich in den letzten Wochen immer so ein bisschen ausgelaugt fühle. Weil ich keinen coolen Ausgleich aktuell finde. Aber das Ganze hat ja bald ein Ende, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Aber darüber habe ich halt so ein bisschen philosophiert und nachgedacht nach dem Schneiden. Weil. Ja, wie gesagt, Hauptkanalvideos nehmen immer so einen kompletten Tag ein und. Heute war es cool, weil ich habe heute nicht gestreamt. Also sprich am Montag. Der Stream war dann gestern auf dem YouTube-Channel.
Und deswegen ist es meistens cool, weil Streams sind schon mal echt anstrengend. Nach einem Stream bin ich immer so, puh, jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen durchatmen. Und deswegen konnte ich heute auf jeden Fall noch einiges für den Zwar-Kanal machen und die Wohnung so wieder ein bisschen aufräumen, auf Vordermann bringen. Beziehungsweise das Wohnzimmer, weil ich ja am Wochenende Besuch hatte. Das war so eigentlich mein heutiger Tag. Hauptkanalvideo, Zwei-Kanal-Videos, ist das dritte Zwei-Kanal-Video heute, was ich schon mache. Also sehr produktiver Tag. Kann man nicht anders sagen, wie unser Sensei an der Stelle sagen würde. Und deswegen, ihr habt es ja gerade gesehen, 9:30 ist es jetzt am Abend. Ich habe die Zeit noch nicht umgestellt oder so. Ganz entspannter Animal Crossing Part. Und das ist, glaube ich, auch die letzte Amtshandlung für mich heute. Weil, wie gesagt, seit 7 Uhr sitze ich hier dran. Klar, zwischendrin ist mal kurz was essen. Aber das wird so das letzte sein. Vielleicht werde ich noch ein Thumbnail machen für den Mario Maker Stream, der anstehen wird, der gestern kam auf dem Hauptkanal. Oder morgen früh, je nachdem, weil gestern war ich wieder in der Sparkasse arbeiten von 8:30 bis 17 Uhr. Danach ist mal was essen und danach geht's wieder ins Stream. Das sind so die aktuellen Wochen und Tage und so. Aber wie gesagt, es klingt immer nach voll viel. Ist es vielleicht auch irgendwo. Das merke ich auch manchmal, wenn ich in der Nacht nicht genug geschlafen habe. Aber ich bin ja voll cool damit und zufrieden. Und das ist ja auch irgendwo so mein Dream, den ganzen Tag nichts anderes zu machen, außer das hier. Von daher, das wird bald kommen. Und ich bin froh, wenn dann auch solche Dinge wie Sport, einigermaßen gesunde Ernährung wieder dazukommt. Das wird ein sehr cooles Jahr werden und ich habe böse Bock darauf. Aber zuerst reden wir mit den Charakteren hier. Knirbel, da bist du ja wieder. Mann, oh Mann, ich hatte ja fast vergessen, wie du aussiehst. Ich meine, was sollte das denn bitte werden die letzten paar Wochen? Ja, Bro, miese Zeiten, Krypto, der Kryptomarkt ist abgestürzt und ich musste ein bisschen traden und so. Glaubst du, ich habe nicht bemerkt, dass du mit allen anderen... Ja, okay, Theo, da muss ich mir wirklich an die eigene Nase packen. Ja, du schaust was? Auch ich bin beleidigt, wenn man mich eine halbe Ewigkeit lang nicht meldet. Ich habe nämlich auch ein Herz, jawohl. Das, ich habe es zugegeben. Jetzt red wieder normal mit mir. Ja, Bro, ich gebe mir Mühe. Wo ist eigentlich deine Freundin hingelaufen? Hallo, Freundin. Ich will mal ganz kurz mit dir reden. Oh, die gruselige... David? Ich hab dich ja fast nicht wiedererkannt. Das letzte Mal habe ich dich vor etwa 2 Monaten gesehen. Tatjana, das kann gut hinhauen, so vom Zeitlichen her. Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Aber ohne dich hat was gefehlt, Bossi. Danke. Oh mein Gott, du bist doch hier. Grazia, Grazia. Hallöchen, Schätzchen. Kommst du von hier? Ich bin der Bürgermeister. Ja. Was ist doch? Und zur rechten Zeit tauchst du auch noch auf. Ich bin zufälligerweise der kreative Kopf eines angesagten Modelabels. Man betätelt mich geradezu an. Bettelt mich geradezu an, hier einen Laden zu eröffnen. Mein Label wird dir nur Fuß fassen, wenn ich auf Modebewusst mit Stil treffe. Wie sieht's mit dir aus? Beschreibung passt. Sicher doch. Und mit der Einstellung bist du die richtige Person für meinen professionellen Outfit-Check. Bereit für einen Auftrag, Liebchen? Hier kommen die Details. Ich gebe dir ein super stylisches Thema vor. Und du hast den ganzen Tag Zeit, ein passendes Outfit zu diesem Thema. Oh nee. Oh, aber Grazia, Grazia, kann man den Laden irgendwann hier hinbekommen? Welches Thema soll ich dir nun mit auf den Weg geben? Historisches heißt. Das sollte ein Fashionista wie dich kein Problem sein. Gestalte einfach ein Outfit zum Thema. Bis Tagesende. Ach Mann, Grazia, es ist doch schon Tagesende. Wie soll ich hier... Guck mal, ich bin doch historisch unterwegs, oder? Bereit. Na, du klingst ja sehr überzeugt von deiner Leistung. Gut, ich habe gerade ein Minütchen Zeit. Legen wir los. Okay, historisches heißt. Wollen wir mal sehen. Bringt deine... Ich glaube wahrscheinlich nicht, ne? Zunächst nehmen wir einmal das Outfit als Gesamtkunstwerk unter die Lupe. Jetzt verstehe ich's. Du hast hier mal einen Stilbruch gewagt. Ja, sehr experimentierfreudig. Was soll ich sagen? Hier passt gar nichts zum aktuellen Thema. Ja, Grazia, halt doch dein Maul. Was soll denn der Mist? Dein Stilbewusstsein schimmert in der Tat durch. Okay. Geh aber bitte nochmal in dich. Vergegenwärtige dir das aktuelle Thema und mach was draus. Okidoki, Artischoki. Machen wir, mehr oder weniger. Naja, darum wollen wir uns, glaube ich, heute nicht kümmern. Also, mein Ziel ist es heute, dass ich endlich über das Thema rede, was uns Black Dragon vor 2 Parts in die Kommentare geschrieben hat. Bedeutet, die heutige Agenda ist, wir werden auf die Insel gehen. Ich denke mal, es ist auch gleich spät genug, wieder ein bisschen Para zu besorgen. Weil wir müssen auf jeden Fall Para machen wie ein Poltergeist. Und von daher ist das so die Agenda, die heute ansteht. Wie gesagt, also, wir brauchen erst Geld. Und ohne Geld können wir eh nicht viel hier in diesem... Game machen, von daher ist das das heutige Ziel. So, das ist alles, Rosina, meine Süße. Ja, bla bla bla, bla bla bla. Nehm meine 1A-Pfirsiche und steck sie dir, in deine Tasche. Die gerade irgendwo anders liegt. Irgendwo, irgendwie, irgendwo. Genau. So, aber was steht denn im Airdorf sonst noch an? Irgendeine Ankündigung?
Unglaublich aber wahr, plötzlich und unerhofft ist ein Püppchen in unserem Sortiment. Das ist sogar heute eine einmalige Chance. Was soll ich mit so einem Dreckspüppchen machen, Bro? Schlepp und Nepp, also euer Angebot im Laden war ja schon mal besser, oder? Habe ich zumindest so ein Gefühl. Also, falls Schlepp und Nepp gleich noch offen haben sollten. Ich weiß gar nicht, ob die bis 10 Uhr offen haben. Ich habe ja diese Spätaufsteher-Dingenskirchen-Bums da mal abgeändert. Kann das sein, dass sie nicht mehr so lange offen haben? So, wait a minute. Wäre auch zu schön, um wahr gewesen. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Das wollte ich jetzt euch hiermit sagen. Was haben wir denn hier so Schönes? Nope, das wollte ich nicht. Wir machen mal den hier und den hier und den hier. Nope, okay. By the way, mir wurde es auf Discord geschrieben. Ich weiß nicht, von welchem fleißigen Zuschauer. Erstmal auf jeden Fall großes Dankeschön an den Zuschauer, der mir das geschickt hat. Und zwar, wie man diesen Teilzeitjob hier beim Kaffee bekommt. Wir sind ja wirklich schon seit Ewigkeiten in dem Kaffee und wollen diesen Drecks-Teilzeitjob irgendwann mal haben. Und zwar muss man irgendwie 9 Kaffee trinken, aber ich glaube tatsächlich, man muss 9 Kaffee an 9 darauf folgenden Tagen trinken. Kann das sein? Weil wir haben schon so viel Kaffee in diesem Laden getrunken. Bro, der kann bald Kaffee 2 neben seinem Kaffee 1 Laden eröffnen. Und dann fragen, und dann gibt es irgendein Interview hier in Erdorf. Kaffee, wie konntest du dich dafür entscheiden, Kaffee 2 neben Kaffee 1 zu eröffnen? Und Kaffee sagt, Moneten. Genauso wird's ablaufen. Du solltest ihn trinken, bevor er kalt wird. Aber alles klar, danke Süßer. Da hauen wir uns den heißen Kaffee doch mal rein. Oh, beim Aroma dieses Kaffees hebt man förmlich ab. Ich heb ab. Nix hält mich am Boden. Danke, Coffee. Das war sehr süß von dir, musst du wissen. Gurr, danke. Alles klar, immer wieder gerne betrete ich deinen Laden, Coffee. Au revoir. Oder müssen wir dieses To-Go? Vielleicht weiß es irgendwer von euch und kann es mir in den Kommentaren dalassen. Dafür wäre ich euch zutiefst verbunden. So, wir haben nicht genug Geld, sollten deswegen noch den Geldstein nehmen, beziehungsweise finden. Und dann können wir eigentlich auch schon direkt auf die Insel fahren und wieder Para machen. Es wurde sich auch gewünscht, dass wir demnächst mal auf die Insel fahren. Ich glaube mal, jetzt wird ein bisschen mehr Animal Crossing demnächst kommen, weil ich habe wieder Bock auf das Game. Und wir müssen Erdorf, wie gesagt, voranbringen. So, wo ist denn der Stein? Da ist dieser Gammelfürsich, den ich irgendwann da hingeworfen habe. Keine Ahnung. Ah, diese dreckigen Fundsachen. Ich hasse Fundsachen, weil du suchst halt ein halbes Jahrhundert diesen dreckigen... Oh, was geht bei dir so? Kuschelbär? Bist du es wirklich, David? Dich habe ich ja schon ewig nicht mehr getroffen. Du hast echt viel verpasst, als wir uns letztes Mal... Zum Beispiel habe ich einen neuen Comic. Ganz schön spannend, was? Ich Meister, ey, ich klopfe dir auf deine Schulter. Das ist sehr, sehr spannend. So, dieser Stein sieht vielversprechend aus, wie ein überforderter Vater. Wenn die Mom im Urlaub ist. Ah, das kann nicht wahr sein, Bro. Rye. Ich würde euch schon ganz gerne das Thema des heutigen Parts eigentlich spoilern, aber ich denke mal, man wird es eh im Titel sehen. Von daher muss ich euch das gar nicht mehr spoilern. Ich muss nur für mich gleich nochmal diese Frage am besten durchlesen, damit ich auch Bescheid weiß. Zum Thema, was heute ansteht, habe ich mir tatsächlich gar keine Notizen gemacht. Das wird also sehr, sehr Freestyle-mäßig sein. Aber ich mag es auch gerne, über gewisse Themen einfach Freestyle so ein bisschen zu kommunizieren. So, was haben wir hier noch so Schönes? Wo ist der Geldstein? Wo ist der Geldstein? Nehmen wir doch noch hier. Ups, sorry. Pardon. Okay, wir haben hier noch Müll. Was ist das? Ach, das ist ein Pilz. Junge, Toad, was geht? Hä? Ist hier oben links ein Stein gewesen? Aber wir haben doch alle Steine... Nee, wir haben nicht alle Steine überprüft. Ja, also... ganz offensichtlich haben wir nicht alle Steine überprüft. Naja, wir sind weiterhin auf der Suche und auf dem Weg. By the way, ich bin ja aktuell am, ich glaube, das dritte Mal rewatche ich inzwischen diese Serie. Und zwar Two and a Half Men. Ich liebe Two and a Half Men. Also ich finde das voll krass. Das ist, glaube ich, die einzige Serie, die ich in all den Jahren immer wieder rewatche, weil ich einfach diesen Vibe so fühle. Also generell den Humor da drin. Es ist zwischendrin nochmal emotional in ein, zwei Szenen. Aber vor allem... Ich weiß nicht warum, aber diese Serie verfolgt mich schon seitdem ich... Ah, die Blumen, bitter! Diese Serie verfolgt mich schon seitdem ich klein bin. Also ich habe mir das damals immer auf Pro7 sehr, sehr gerne gegönnt. Und aktuell rewatch ich das. Ich bin, glaube ich, in der dritten Staffel oder so. Klar, also das wird jeder sagen, so die Staffel mit Charlie sind am besten gewesen.
Aber ich gucke sehr, sehr gerne diese gesamte Serie und ich bin, wie gesagt, bei der dritten Staffel. Und das ist ja so, vor allem der Anfang ist die richtige Peak gewesen. Vor allem so, ich glaube bis zur siebten oder achten Staffel ist Charlie, glaube ich, dabei. Whoopala. Und das ist definitiv die Peak gewesen. So, das wollte ich euch auf jeden Fall mitteilen, weil ich häufiger mal gefragt werde, ob ich aktuell eine Serie gucke. Ich würde eigentlich viel mehr Serien immer gucken, aber ich gucke meistens irgendwelche Serien, die ich nebenbei gucken kann beim Essen. Weil ich halt für längere Serien aktuell einfach keine Zeit habe. Und zum Beispiel gibt es ja schon seit Ewigkeiten die dritte Staffel von Cuphead, die ich mir ganz gerne reinziehen würde. Ah nee, warte mal, ich wollte noch ganz kurz zu Schlepponep. Die dritte Staffel von Cuphead, weil die Cuphead-Serie, ich habe mich so krass in diesen Charme verliebt, aber ich wollte mir eigentlich irgendwann mal so einen Abend Zeit nehmen mit irgendwas richtig geilen zu essen und mich dann einfach auf die Couch pflanzen und die dritte Staffel von Cuphead gucken. Aber ne, Problem wie immer, ich komme einfach nicht dazu und ich will mir unbedingt in Ruhe diese Staffel reinziehen und nicht irgendwie nebenbei. Und das ist halt das Problem, warum es sich so lange hinauszögert, bis ich diese Serie dann irgendwann mal gucke. Schlepponep, willkommen, ja, ja. So, diese Puppe soll... Was ist das? Ist das so eine LED an der Wand? Yo, kaufen, Bro. Das Neonschild nehmen wir mit. Ja, wir müssen eh viel Geld hier drin lassen, von daher. Diese Puppe, die ist teuer. Warum soll ich diese Puppe mitnehmen? Bro, nenn mir einen guten Grund. Aber diesen Arcade-Automaten nehme mit. Denn das sieht aus wie Super Smash Bros. In den 70ern, Freunde. Ja, aber David, es gibt doch gar keinen Super Smash Bros. In den 70ern. Was laberst du für einen Müll? Ja, ich laber viel Müll, wenn der Tag lang ist. Was geht, Vogel? Lange nicht mehr gesprochen, oder? Ah, David! Die scheint sehr richtig gut zu gehen. Wir wollten einfach danach, dürfen mal wieder einen Besuch abzustatten. Ach, Hannes ist auch... wir müssen... Ich glaube, es wird Zeit für eine Bewohnertour demnächst irgendwie, oder? Bro... Alter, was ist denn mit den ganzen Bewohnern hier passiert? Was geht denn bei euch? Naja, Freunde, auf geht's auf die Insel. Ich schwinge meinen großen Pinsel. Frauen sind geschockt, wie beim Crazy Frog. Daher gibt es meinen riesigen Hahn. Das schreit mich an, Oliver Kahn. Ach lol, haben wir noch Käfer hier drin? Was? Hä? Bro, what? Das ist jetzt sehr kontraproduktiv. Na, was heißt kontra? Alter, hä? Ja, Bro, wisst ihr, was wir machen? Ich werde hier alles... Digga, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Nee, komm, warte mal, dann werden wir tatsächlich trotzdem über das Thema reden und währenddessen den ganzen Bums verkaufen. Hä, hab ich ja voll vergessen, dass wir irgendwann mal auf der Insel waren. Okay, das ist natürlich... Ja, friss ruhig den Pilz. Das ist bestimmt eine gute Idee, einfach so einen random Pilz zu essen. Die können ja gar nicht giftig sein oder ansonsten tödlich oder sonst was. So, die Pfirsich klatschen mir auch nochmal auf den Boden und das klatschen mir auch nochmal auf den Boden. So, Freunde! Ich hoffe mal, dass ich es hinbekommen werde, Dinge zu verkaufen und währenddessen über dieses Thema zu reden. Aber, super interessantes Thema, was uns Linus in die Kommentare geschrieben hat. Und zwar, Black Dragon, kleiner Themenvorschlag. Du hast das Thema schon öfter mal kurz angeschnitten, aber ein ganzes Video mit deiner Meinung dazu wäre mal ganz cool. Und zwar wäre das Thema Social Media ganz cool. Zu einem die Entwicklung von YouTube durch TikTok mit den Shorts oder Instagram mit den Reels, aber auch die Entwicklung, dass sich jeder im Internet als perfekt darstellt mit Bildern, mit vielen Filtern. Oder auch das Thema Sucht durch Social Media und wie man dagegen angehen kann. Und auch allgemein deine Meinung zu Social Media, ob sie eine gute Sache sind, ob sie eher mehr Schaden angerichtet haben, als Gutes den Menschen angetan haben. Also, so viel zum Thema, auf jeden Fall. Und zwar wäre, warte mal, sehr süßes Wort. Warte mal, zu einem Entwicklung, bla bla bla, auch die Entwicklung, dass sich jeder bla bla bla. Von einem kleinen Themenvorschlag. Schreibt Linus dazu, sehr, sehr interessant, aber das ist auf jeden Fall mehr als klein. Fangen wir erstmal mit dem ersten Thema an, und zwar die Entwicklung von YouTube durch TikTok und Shorts und Instagram mit den Reels. Zu Instagram kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich bin auf Instagram echt nicht so aktiv. Also, ich hatte tatsächlich mal einen privaten Instagram-Account, den habe ich aber letztes Jahr deaktiviert, also der existiert noch. Also wenn ich jetzt sagen würde, yo, ich habe voll das Bedürfnis,
wieder meinen alten privaten Instagram-Account zu öffnen, dann könnte ich den wieder aktivieren. Aber ich habe den ganz bewusst letztes Jahr deaktiviert und das hat den einfachen Grund, dass ich in meiner Sparkassenarbeit sehr, sehr lange auf Instagram hang. Auf meinem privaten Account, aus dem einfachen Grund, dass ich dort super viele Meme-Seiten abonniert hatte und ich hatte immer super viele lustige Memes und konnte mich den ganzen Tag irgendwie damit beschäftigen. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt keine Reels reingezogen, also ich ziehe mir immer noch keine Reels rein oder Kurzvideos generell, weil ich sehr großen Respekt vor Kurzvideos und der Aufmerksamkeitsspanne habe. Deswegen tue ich es nicht. Aber das war letztes Jahr das Problem, in Anführungszeichen. Dass ich auf der Arbeit zu lange am Handy hang. Das, guck mal, zu Hause, wenn ich YouTube gemacht habe, bin ich nie am Handy. Wirklich sehr, sehr selten. Aber auf der Arbeit, weil halt selten richtig viel zu tun ist, bin ich halt sehr, sehr häufig immer am Handy gewesen. Und ich habe mir halt irgendwann die Frage gestellt zu meinem privaten Instagram-Account, weil der YouTube-David-Account, da habe ich ja keine Unterhaltungsseiten abonniert. Da folge ich halt nur Privatleuten oder halt irgendwelchen, weiß ich nicht, Vorbildern oder sonst was. Ja, ich muss auch sagen, ich folge an der Stelle kurze Werbung. Emma Brooks. Das ist eine Instagram-Influencerin. Das ist einfach Traumfrau, Freunde. Das ist einfach meine Traumfrau. Deswegen folge ich ihr, um meine männlichen Hormone zufriedenzustellen. Bin ich ehrlich an der Stelle, muss ich zugeben. Aber ansonsten folge ich da halt nur Personen und kein Unterhaltungsseiten. Und ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, Alter, auf meinem privaten Account folge ich halt auch super vielen Bekannten aus der Vergangenheit. Aber ich habe mich irgendwann gefragt, ohne jetzt böse zu sein oder arrogant oder sonst was, interessiert es mich wirklich, was die Leute machen? Wenn da irgendwer ist, mit dem ich halt in der Realschule Kontakt hatte. Klar, ist bestimmt interessant zu wissen, aber es war jetzt für mich kein Grund, deswegen meinem alten Instagram-Account zu behalten. So, warte mal, wir reden jetzt mit Tatjana. Hey du, hast du mal einen Moment? Ich müsste dich mal was fragen. Also, ich sag ja oft Bossi, nicht wahr? Bisher dachte ich, dass es total super klingt. Aber dann hat Nathan mir gesagt, dass es total seltsam ist und gar nicht zu mir passt. Jetzt brauche ich deine Meinung. David, findest du den Spruch blöd? Soll ich ihn ändern? Ändere ihn besser. Du musst dich ändern. Alle sagen das. Dann schlag mir mal was Besseres vor. Boah, das ist jetzt natürlich eine Herausforderung an der Stelle. Was können wir denn am besten für die Süße nehmen? Warte, weil es aktuell immer häufiger auf dem Hauptkanal vorkommt, du Vollkoffer. Nein! Ja, dann nehmen wir nur Vollkoffer. Vollkoffer ist wohl ein Begriff und soll sowas wie Vollidiot oder so heißen. So, Vollkoffer. Ich finde das Wort lustig. Freunde, Vollkoffer ist ein lustig. Alle sagen, dass das Vollkoffer ein lustiges Wort ist. Perfekt. Genauso und nicht anders. So, genau, das ist für mich halt so. Mann, warum stehen jetzt alle bei mir an? Was soll denn der Müll? Genau, so viel auf jeden Fall zu dem Thema. Und bezüglich YouTube, ich habe es ja schon öfter mal angerissen, dieses Thema, dass man bei YouTube halt aktuell ziemlich krass merkt, dass YouTube probiert, eine Universalplattform zu werden. Das merkt man, dass YouTube sowas wie Stories besitzt. Ja, es gibt YouTube Stories, das haben wir letztens mal im Stream ausprobiert. Es gibt YouTube Stories. Es gibt inzwischen Short-Videos auf YouTube, es gibt Livestreams, es gibt normale Videos, es gibt Beiträge, wie auf anderen Social-Media-Kanälen. Es gibt jetzt auf YouTube so eine Funktion, die nennt sich Podcast, also anscheinend ist es auch möglich, jetzt über YouTube direkt Podcasts hochzuladen. YouTube bezahlt inzwischen mehr Werbungsgeld an Short-Ersteller und möchte dadurch, dass viele Leute von TikTok auf YouTube kommen, weil YouTube inzwischen fairer zahlt. Und alles in allem muss man sagen, dass YouTube immer mehr in diese Richtung geht, Universalplattform zu werden. Und ich glaube tatsächlich, dass YouTube auch das Potenzial dafür besitzt, eine Universalplattform zu werden. Aber, jetzt kommt das ganz, ganz große Aber. Ich glaube tatsächlich, dass YouTube in der Zukunft noch größer wird als jetzt. Einfach, weil es jetzt noch mehr in viel mehr Richtungen geht. Aber jetzt kommt diese ganz große Gefahr dabei. YouTube sollte aufpassen, sich nicht zu verrennen. Dass sie jetzt alles auf den Markt bringen, so alles machen, aber dann nichts vernünftig. Also die droppen ja alles aktuell, aber die sollten vielleicht erst daran arbeiten, die Dinge vernünftig zu machen. Also solche Dinge wie Livestreams höre ich immer wieder im Chat heraus, dass Twitch viel mehr Funktionen hat, dass man auf Twitch viel mehr machen kann. Das stimmt definitiv.
Und da ist halt das Problem, dass YouTubes Funktionen beispielsweise im Stream-Game noch sehr, sehr überschaubar sind. Und meiner Meinung nach könnte YouTube Twitch echt in die Tonne treten, wenn die sich mal Mühe geben würden dafür. Und da muss sich in Zukunft noch einiges ändern. Alleine auch was, so geldtechnisch angeht für den Creator. Man muss immer wissen, Amazon, Twitch ist, die ziehen einen wirklich super viel ab. Also wenn jemand sich dafür entscheidet, seinen Lieblingscreator zu unterstützen mit einem Sub, landen am Ende von 4 Euro beim Creator so 1,80 Euro, 1,70 Euro. Unversteuert. Das wird ja noch versteuert irgendwann mal. Und bei YouTube sind es beispielsweise, wenn jemand einen mit 5 Euro unterstützt, mit einer Memberschaft, landen beim Creator so roundabout 3,50 Euro, 3,30 Euro irgendwie. Und da ist auf jeden Fall diese Aufteilung deutlich fairer. Und das ist halt voll krass von Twitch. Deswegen glaube ich, dass YouTube auf jeden Fall das Zeug dafür hätte. Wenn die sich mehr Mühe geben würden. Yes. Auf jeden Fall erstmal so viel zum Thema YouTube-Entwicklung mit Shorts etc. Jetzt kommen wir zu der Entwicklung, dass sich jeder im Internet als perfekt darstellt mit vielen Bildern und mit Filtern. Guck mal, das ist so, das ist ein sehr, sehr krasses Thema. Also für diejenigen, die mir auf Instagram folgen, ich lege sehr hohen Wert darauf, natürliche Bilder zu posten. Also sprich, solche random Bilder und keine Modelbilder oder so. Also wirklich mit irgendwelchen Grimassen oder irgendwelchen Bildern, wo kein Aufwand hintersteckt oder so. Mit der Android-Kamera oder sonst was. Da will ich immer so eine kleine Gegenbewegung starten. Das ist auch so ein ganz, ganz großes Problem. Also ich glaube, das muss ich gar nicht großartig erläutern. Wobei, ich werde es trotzdem erläutern, weil ich glaube, für einige ist es doch neu. Und je mehr Leute es sagen, desto besser ist es am Ende des Tages. Aber das ganz große Problem im Internet ist natürlich, dass sich viele als perfekt darstellen. Und dadurch entsteht ein sehr, sehr falsches Bild bei vielen Menschen. Unter anderem bei jungen Leuten, vor allem Mädchen oder Frauen, haben dadurch das Problem von diesem Schönheitsideal, von diesem perfekten Ideal und denken, dass Männer ne, so eine Kylie Jenner haben wollen mit richtig dicken Arsch, mit dicken Hupen, Melonen vorne, sage ich mal so. Und dass sich immer mehr Frauen vielleicht auch so mit Schönheitsoperationen oder sonstigen Dingen beschäftigen. Umgekehrt genauso, dass Männer durch gewisse weibliche Internetpersönlichkeiten denken, dass man ja übelster Gigachat sein muss, Sixpack trainieren muss, dass man siebenstellig pro Monat verdienen muss und sonstige Dinge. Und das ist halt so krank, diese Entwicklung. Also auch mit Markenklamotten, mit diesen ganzen Sachen. Und deswegen, das ist so eine ganz, ganz große Aufgabe von mir, dass ich das immer so darstellen möchte, dass es nicht so ist. Und dass ich das ganz, ganz tief in eure Köpfe reinhauen möchte. Deswegen bin ich so, wie ich bin und stelle mich als der größte Vollhonk und Vollgimpel dar. Und das ist mein YouTube-Ziel. Dass ich genau diese Person repräsentiere, dass eigentlich ne, man einfach natürlich sein sollte und man sich nicht verstellen sollte. Dass man der sein sollte, der man wirklich ist. Und damit bist du am Ende des Tages deutlich hübscher als irgendjemand mit Filtern und sonstiger Bearbeitung auf Social Media. Ich sag's euch mal so aus Erfahrung. Es gibt viele Frauen im Internet, wo einige sagen würden, boah, Traumfrau, boah, sieht super gut aus, boah, Memo, guck mal, boing, boing. Ich muss aber ehrlich sagen, ich will natürlich niemandem zu nahe treten, kann man aber auch nicht pauschalisieren, weil, ne, Hübschheit, so Schönheit liegt hier im Auge des Betrachters am Ende des Tages. Und in der Vergangenheit war es so, mit Frauen, mit denen ich mich getroffen hatte, die so modelmäßig unterwegs waren, das waren die langweiligsten. Das waren mit Abstand die langweiligsten, die gar nichts zu erzählen hatten. Deswegen, also am Ende des Tages, Instagram und das Internet sagt nichts über eine Person aus. Vor allem nicht auf Bildern. Das ist sehr, sehr krass. Also, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, dass ich so ein bisschen auf Tinder unterwegs gewesen bin. Und also was man da so für Leuten begegnet, ne? Heilige Makrele. Also ich will nicht sagen, dass viele seelenlos sind, aber so, ich habe das Gefühl, dass sehr viele im Internet einfach total charakterlos unterwegs sind. Das liegt ja nicht mal an den Personen, sondern das liegt an diesen ganzen Vorbildern, die genau das vorleben. Und das ist halt so super anstrengend.
Aber ich glaube, ich kann noch so stundenlang über dieses Thema reden. Aber Kurzfassung, was soll ich sagen? Entwicklung gruselig, aber umso wichtiger ist es, dass man einfach super persönliche Bilder auf Social Media hochlädt und so eine kleine Gegenbewegung startet. Meiner Meinung nach zumindest. Und ich hoffe, dass das in der Zukunft besser wird. Mal gucken, wie die Industrie und generell sich dieser Wandel entwickeln würde. Ich kann es aktuell noch gar nicht sagen. Thema Sucht ist Social Media. Wie man dagegen angehen kann. Wie man dagegen angehen kann, Willenskraft. So wie mit jeder Sucht am Ende des Tages. Wobei man natürlich auch differenzieren muss. Weil Social Media ist eine psychische Sucht. Eine psychische Abhängigkeit, die man entwickelt. Es gibt ja zwei Arten von Süchten. Psychisch, physisch. Physisch ist es, wenn du beispielsweise irgendwie alkoholsüchtig bist oder irgendeine andere Droge und dein Körper das braucht, weil du ohne nicht mehr arbeiten kannst. Und psychische Sucht ist ja wirklich, du brauchst es nicht. Also den Körper brauchst du zum Überleben, aber du bist süchtig danach und brauchst es quasi im Kopf psychisch und kannst nicht mehr ohne. Wie man dagegen angehen kann, muss man natürlich, da musst du differenzieren, ob du wirklich schon süchtig bist und gar nicht mehr davon wegkommst oder dass du sagst, keine Ahnung, ich verbringe jeden Tag 5 Stunden und müsste irgendwas dagegen tun. Es gibt diverse Apps, die deine Aktivität auf dem Handy messen. Und es gibt wirklich diese Apps, die diese Aktivität messen. Da kannst du eine Obergrenze einstellen. Beispielsweise, ich möchte am Tag nur eine Stunde auf TikTok verbringen. Und wenn diese eine Stunde vorbei ist, sperrt diese App TikTok und du kannst nicht mehr drauf. Das ist eine ganz, ganz gute Geschichte. Ich glaube, da kann man auch so am besten angehen. Aber ansonsten, mit Süchten hatte ich bisher mit Social Media zum Glück noch gar nichts zu tun. Als ich jünger war, war ich ein bisschen mehr auf Social Media unterwegs, weil das alles für mich neu gewesen ist. Aber jetzt auch mit dem aktuellen Alter, ey, zum Glück gar nicht. Klar, ich mache YouTube, ich sitze den ganzen Tag an YouTube, aber ich hocke echt gar kaum am Handy. Auf dem Pod, muss ich sagen, bin ich manchmal so ein bisschen am Rumscrollen. Aber ansonsten, toi toi toi, bin ich sehr, sehr froh, dass ich da kein Problem mit habe. Aber das ist, glaube ich, so wirklich das, was ich jedem raten kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie diese App heißt. Müsste man gucken, aber solche Apps gibt's. Und ich denke mal, wenn man danach googelt, wird man relativ schnell so eine App finden. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen einen Tipp mit auf den Weg geben konnte. Aber wenn es wirklich eine reale Sucht ist, dass man gar nicht mehr weg davon kommt und solche Apps auch nicht helfen, dann muss man sich Hilfe holen. Und guck mal, das ist auch so ein super interessantes Thema, was immer noch sehr verschlossen in der Gesellschaft beredet wird. Und zwar ist es, sich Hilfe zu holen. Guck mal jetzt, wenn wir so einen kleinen Exkurs starten. Beispielsweise, wenn man einfach zum Psychologen geht, weil man über gewisse Dinge reden möchte. Das ist ja immer noch in der Gesellschaft, habe ich manchmal das Gefühl, so ein Tabuthema. Weil wenn jemand erzählt, yo, ich bin aktuell bei einem Psychologen, gucken einen andere krumm an nach dem Motto, was bist du denn für ein Psycho, was hast du denn für Probleme, hä? Wobei jeder Mensch am Ende des Tages ein Päckchen zu tragen hat. Und manche Menschen können besser damit umgehen, manche eben nicht. Und wenn man sich Hilfe holt, das möchte ich jetzt jedem Blick auf den Weg geben, super gut. Und damit bist du richtig mutig und hast meinen tiefsten Respekt, wenn du dir in gewissen Sachen Hilfe holst oder dich jemandem anvertraust, mit jemandem drüber redest. Weil gemeinsam ist man stärker. Das ist einfach so. So, der Mensch ist ein Rudeltier. Und man muss gewisse Dinge nicht alleine lösen. Auf gar keinen Fall. Es wird immer Menschen geben, die dich bei deinem Problem unterstützen. Und wenn die Menschen nicht gut tun oder sagen, ey, was bist du denn für ein Kecko oder Psycho oder sonst was, wenn du die Hilfe holst, dann ist es an der Zeit, gewisse Menschen einfach loszulassen. Wie gesagt, das will ich auf jeden Fall jedem mit auf den Weg geben, der sich das hier reinzieht. Ich bin ehrlich, also ich habe ja auch in meinem Leben schon wirklich einiges durchlebt und bin sehr froh, dass ich mich anderen Menschen anvertraut habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eines Tages auch irgendwann mal zu einem Psychologen einfach gehen möchte und einfach mal reden möchte, um zu gucken, was das mit mir macht. Wisst ihr, dass ich über gewisse Dinge einfach rede. Ich glaube, das wird ganz gut tun. Und ich glaube, von der Krankenkasse aus hat das auch jeder irgendwie pro Jahr zur Verfügung. Es ist nur ultra schwer, habe ich mitbekommen, dort einen Termin zu bekommen, irgendwo einen freien Psychologen zu bekommen. Aber ich kann mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass ich das irgendwann mal machen möchte. Einfach so rein aus Interesse.
So, zack, zerab. Sehr nice. Okay. Auf jeden Fall so viel zu diesem Thema. Exkurs, Hilfe holen etc. Und jetzt kommen wir zum letzten Thema von Linus und auch allgemein deine Meinung zu Social Medias, ob sie eine gute Sache sind oder ob sie eher mehr Schaden angerichtet haben als Gutes mit den Menschen. Boah, das ist eine sehr, sehr tiefe Frage. Ich würde sagen, ja, sie haben mehr Gutes gebracht als Schlechtes. Wenn man sich diese ganzen Vorteile von Social Media erstmal reinzieht, du bist immer mit deinen Freunden connected und Social Media ist sowas für mich wie WhatsApp oder so. Du kannst mit deinen Freunden eine sehr schöne Zeit haben. Mit Social Medias hast du, ja, die Möglichkeit, mit Freunden oder Menschen zusammen etwas zu machen, obwohl ihr vielleicht ein paar hundert Kilometer auseinander wohnt. Das war ja während Corona super cool. Ich habe mitbekommen, dass sie auch in der Community während Corona super viele Freundschaften gebildet haben, die sich auch irgendwann privat getroffen haben nach Corona das allererste Mal. Und ja, dass sich super viele Kontakte dadurch bilden. Ne, Beziehungen bilden sich dadurch. Du kannst Freunde von früher wiederfinden. Im Allgemeinen hast du einfach super viele Möglichkeiten mit Social Media. Also ich glaube, das muss ich euch nicht großartig erläutern oder erklären, was die Vorteile sind. Ich glaube, die Nachteile bzw. die negativen Dinge von Social Media kann ich an der Stelle so ein bisschen beleuchten, die für mich krass sind. Also Thema Nummer 1. Mit denen leider viele Menschen zu kämpfen haben, zu tun haben, ist erstmal das Thema Cybermobbing, was mit dem Social-Media-Thema das erste Mal, glaube ich, so richtig aufkam mit Cybermobbing, dass du wirklich andere auf Social Media verdammt mobben kannst mit irgendwelchen peinlichen Bildern, mit Terrornachrichten. Das ist so dieser ganz große Nachteil. Du bist halt 24/7 erreichbar und du kannst eventuell, wenn du nicht dafür gemacht bist, gar nicht abschalten. Wenn da wirklich irgendwelche Nachrichten auf dich zukommen sollten, Hate-Nachrichten, sonstige Dinge, da fällt es dem einen oder anderen vielleicht schwer abzuschalten, das Handy abzuschalten, den Mut zu haben, jemanden zu blockieren. Also Cybermobbing ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema. War hier ein Käfer? Ah, nee, hier aber. Das ist ein sehr, sehr großer Nachteil. Und ich glaube im Allgemeinen diese Schnelllebigkeit von Social Media, die überträgt sich auf das Leben der Menschen. Inwiefern meine ich das? Ich habe mich da letztens mit Stigi unterhalten. Stigi und ich hatten letztens so einen richtig fetten Real Talk über Beziehungen in der heutigen Gesellschaft. Und wir haben uns so ein bisschen drüber unterhalten, so was die wahre Liebe ist und ob man irgendwann eine Freundin finden wird, die wirklich zu einem passt. Diese Perle, dieses Shiny-Pokémon. Ob man diesen Beziehungspartner irgendwann finden wird. Da hatten wir einen richtig, richtig krassen Deep Talk. Und da haben wir auch drüber geredet, dass wir, klingt krass, irgendwo Angst haben, sich auch zu binden tatsächlich. Aufgrund dieser Schnelllebigkeit. Weil, vor allem als Frau ist es, glaube ich, heutzutage relativ einfach, in Anführungszeichen, einen Menschen zu ersetzen. Und da darf man, versteht mich bitte nicht falsch, nicht pauschalisieren. Pauschalisieren ist immer blöd und dumm. Das mache ich nicht, aber ich habe einige Fälle in meinem privaten Umkreis mitbekommen und bekomme es auch immer wieder mit, dass einige Beziehungen so gewesen sind. Leider, das ist jetzt auf beide Geschlechter übertragbar natürlich, wo der eine Partner gesagt hat, ey, mein aktueller Partner, ich bin unzufrieden, der bringt's nicht mehr, weil, keine Ahnung, Kacke im Bett, ist jetzt ganz hart oder verdiene nicht genug Geld oder seine Nase ist mir krumm geworden, ich kann den nicht mehr ab, zack, ich gehe kurz auf irgendwelche Seiten wie Tinder und suche mir einen neuen. Und das finde ich so krass, dass du durch Social Media Menschen ersetzt. Du ersetzt wirkliche Menschen durch Social Media. Wenn du jemanden siehst, der in Anführungszeichen cooler ist als jetzt dein Beziehungspartner, als dein Freund oder sonst wer, dass du dir einfach neue Freunde suchst, dass du dir einen neuen Beziehungspartner suchst. Und das ist so, das ist eine Beobachtung, die ich aktuell immer mehr mache. Und das finde ich so krass, dass diese Schnelllebigkeit inzwischen sich auch auf das Leben der Menschen überträgt. Und das sehe ich, das ist für mich ein sehr krasser Nachteil, wo ich sagen würde, Alter, sehr große Gefahr von Social Media. Sehr, sehr große Gefahr von Social Media. Ja, aber alles in allem, wie gesagt, die Vorteile überwiegen.
Ich meine, wenn die Vorteile nicht überwiegen würden, dass alleine durch Social Media das möglich ist, dass ich hiervon lebe. YouTube ist Social Media. Ich lebe von euch, von meinem Hobby. Allein deswegen bin ich so super dankbar. Das ist nicht in Worte zu fassen. Boah, ich hab gerade schon ein bisschen Gänsehaut, bin ich ehrlich. Alleine, ne, dass sowas möglich ist, das ist so krank. Junge, der Voice Crack LP kommt da raus. Und deswegen, wie gesagt, ist so mein Fazit: Social Media hat auf jeden Fall mehr Vorteile als Nachteile. Aber die Nachteile sind sehr gefährlich. Wenn man nicht aufpasst, wenn man Probleme hat, ist es sehr wichtig, sich anderen Menschen anzuvertrauen. Und ich hoffe, dass ihr aus dem heutigen Part eventuell ein bisschen was mitnehmen konntet. Ich hoffe, dass euch meine Meinung interessiert hat und dass ihr, ja, diesen Talk interessant fandet. Und lasst doch an der Stelle bitte wieder ein paar Themen da, über die ich demnächst hier in Animal Crossing reden kann. Und von daher sage ich mal an der Stelle, Daumen nach oben nicht vergessen. Danke fürs Zusehen. Animal Crossing macht mir sehr viel Spaß, vor allem mit solchen coolen Themen. Danke an die Lito Umlaut Generalmember, Bassi zu Dark Empire, Zerbix Games, Melli und Maria für euren Support, aber natürlich auch an alle anderen Member auf diesem Kanal. Abonniert Umlautmann, bis zum nächsten Mal. Ciao, bye bye.